jede Ladekatze, die euch vor der Tür hat, eine Pistole. Mein zweiter Vorname ist nicht ganz ungefähr. Ist das Ding nach Besen eine Kanone leer? Ich kann, ich fass es nicht! Ach ja, Mensch, der heutige Sponsor des Videos ist World of Tanks. World of Tanks ist ein kostenloses Online-Multiplayer-Game, in dem ihr alleine oder mit Freunden historische Schlachten spielen könnt. Bei World of Tanks gibt es über 550 verschiedene Panzer. Über leichte und schnelle Panzer bis hin zu schweren Panzern, die großen Schaden anrichten. Ebenso gibt es Artilleriepanzer, die aus der Ferne angreifen und für taktische Überraschungen sorgen. Für jeden ist also der richtige Panzer dabei. Auge um Auge auf dem offenen Feld. Verwinkelte Städte oder bergiges Terrain. In den über 40 Kampfarenen ist für stetige Abwechslung gesorgt. In World of Tanks entscheiden einzig und allein eure taktischen Fähigkeiten über Sieg oder Niederlage. Dennoch ist das Game zugänglich für jedermann und Frau, egal ob Anfänger oder Veteran. Authentische Panzermodelle und Fahrzeugeigenschaften geben euch das Gefühl, wirklich hinter dem Steuer zu sitzen. Und natürlich gibt es auch wieder einen Code. Ich habe ihn reaktiviert, den alten guten Tankmania-Code. Damit bekommt ihr als neuer Spieler den Tier-5-Panzer, The Excelsior, 7 Tage Premium, 250.000 Credits Anfangscash und ihr könnt 3 Panzer mieten für die ersten 10 Spiele. Und das alles nur mit dem Code Tankmania. Also jetzt, gönnt euch, erster Link in der Beschreibung. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Hallo, hallo, herzlich willkommen bei der neuen Folge von Zwei Mal. Es ist soweit, wir haben Herbst und wir bauen die zweite Etage. Ich habe gestern Abend noch in der Nacht schnell die Löcher gebuddelt für die Fundamente der Stempel. Und jetzt Ruhe vor dem Sturm. Es ist quasi ein Neubau. Es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwas anbauen, sondern wir müssen einen kompletten Case bauen, einen Dachstuhl. Und dann haben wir quasi die zweite Etage, mehr Raum und endlich ein vernünftiges Dach. Jeden Augenblick kommen die Leute. Hobel Solution, die Chefetage ist heute höchstpersönlich hier angekommen. Herzlich willkommen bei der Sendung mit der Maus. Heute zeige ich euch, wie man ein Pultdach macht. Das klingt komisch, ist aber so. Los, Jungs. Also, das ist dein ein Zollstock. Dein, achso, das dein, ist mein Zelt. Oh ja. Das Zelter wollen wir erste Etage. Ja, eine. Oh ja. Jetzt wollen wir die zweite Etage bauen. Das heißt, ja, wir brauchen einen längeren Stempel. Oh, ich merke gerade, der Fahrstuhl kommt. Warte. Bing. Und wir wollen ja ein Pultdach. Ja. Das heißt, wir schräg müssen hier hinten stickel herunter. Oh, aber das ist doch schön, oder? Ich meine, Freunde, wie sprechen wir uns an? Ich bin der Horst. Und du? Ach, Günther. Günther. Ja. Harry. Harry, Mensch. Das wird quasi so sein, am Ende aussehen, wo wir am Ende landen. Und ob uns einfach die ganze Scheiße hier absäuft. Weil, wenn es regnet, haben wir auch keinen Dach. Wir heißen Team Dösenbiersalfen. Dösenbiersalfen! Wir sind jetzt kurz davor, live zu gehen, weil wir werden live on cam dieses Dach abnehmen. Vorher müssen wir aber einmal kurz die Löcher noch tiefer. Hab einen anderen Zeit gekriegt, war nicht tief genug, wegen der Windlast. Und da oben der Turm muss weg und der Scheiß vom Dach. Und dann stellen wir riesige Teile. Herzlich willkommen. Das ging jetzt alles ein bisschen schnell. Schön, dass du da bist. Die Linke kommt von Herzen. Genau, ist richtig. Pass auf, ich habe ihn einfach reingewürfelt. Ja. Wir fangen jetzt sofort an, das Dach abzureißen. Ja. Deshalb, Dani steht schon oben bereit. Du bist bereit? Ja. Los geht's, es geht los, wir sind live. Also, aber nichts hält länger als ein Provisorium. Hey, war schon immer so. Wenn wir die 260 machen, ja? Weil wir kriegen dort noch ein Stück rein. Auf jeden Fall. Wir brauchen aber einen höchsten Punkt und das ist nun mal der. Da müssen wir das Loch noch tiefer machen. Wenn wir jetzt sagen, wir schneiden die grob auf 2,80 Meter unten, dann kriegen wir die runter. Ja, dann nehmen wir uns den höchsten Punkt. Wir wickeln den immer rundherum, schneide ich den gerade mit der Motorsäge weg. Dann können wir uns den großen Balken drauflegen und darauf können wir dann die aufgetrennten hier drauflegen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wovon ihr gerade redet. Die reden jetzt nicht von uns. Ich bin ja vielleicht für mich. Dann lass uns doch den Punkt da annehmen. Da kommen wir doch hier fast bündig raus. Die Deckenhöhe reicht doch dazu. Das ist der erste und der letzte. Den packen wir hier aufs Eck, Digga. Ja, ja. Folgt mir, hier, oh nee. Meiner Stimme, folgt meiner Stimme. Ich bin euer Ernst. Hauptsache gesund, oder? Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, ho. Hebst du hoch, René? Das Ding wiegt eine Tonne. Wann müssen wir denn das Auftrennen machen? Wann machen wir jetzt? Das? Noch nicht. Wir machen erstmal noch nie. Ich nehme jetzt auch meine Kettensäge, falls wir die brauchen. Peinlich. Peinlich. Alter. Alter, das ist so krass, was dieses Ding wiegt. Hier hast du. Ah! Ist gut. Das macht der Kupfer. Und. Hab dann. Man kann wieder erkennen, dass hier nicht mit halben Sachen, sondern
Das ist schon echt krass. Man darf auch nicht vergessen, es wird halt eine zweite Etage und ein Dach. Und das ist halt geisteskrank. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst. Was ist das für ein Otto? Unbedingt. Passt nicht rein. Passt nicht rein. Okay, dann machen wir das Loch noch ein bisschen größer, ich kümmere mich. Wir müssen den an. Da könnte man noch was abschneiden. Naja, ich würde den hinteren dann abschneiden. Okay. Jetzt wird's kriminell. Alter Schwede, hä? Das. Ist drin, pass los. Schön. Stopp, Jungs, habt's gut gemacht. Ist das Stonehenge hier oder was? Schon hier weit. Genau, dann nehmen uns einen Punkt, schneiden alles durch von der Höhe her und dann sägen wir die oben auf, die großen Fetten, und dann gehen wir runter und legen die drauf. Ich brauche mal bitte eine Schraube, mein Sonnenschein. Wisst ihr, was mich wundert? Guck mal, fass mal an. Der hat keine Schwielen, der hat keine 100 und ist übelst weiche Finger. Drecklatte? Ja, bestimmt, oder? Ja, wie viele Latten brauchst du denn? Das reicht dazu, guck mal. Jetzt haben wir. Nein, nicht meine Tür. Nein. Jede Latte kannst du nehmen, weil ich meine Türlatte. Bist du irre? Das ist mein Türöffner. Nimm mal selber. Ja, Mann, dann hättest du dir. Ihr müsst dann improvisieren, noch ein bisschen mehr improvisieren. So nein, nicht die, bitte! Ohne Scheiß, das ist. Nein, das ist der. Mann! Der ist für die nächste Palisade. Mann, jetzt hört doch mal auf, wie mein Holz zu nehmen. Kann mal einer von der Dachlatte in 2 Meter ab. Der ist okay. Der ist okay. Jetzt brauchen wir aber eine kürzere Schraube. Haben wir noch was Kürzeres? Ich habe eine kurze! Zu spät. So, immer Schnur bitte die haben. Da merkst du aber gleich, der ist vom Bau charmant und schlau. Oh. Also wenn wir das jetzt anreißen, und wir haben ja ein. Und wir haben ja ein. Wir haben nimm ja mal einen, bitte. Wir haben einen geraden Punkt. Jetzt gerade, man sieht's, wir hatten. Nee! Weil ihr habt ja gesehen, die Teile waren ja stellenweise richtig hoch, an einer Stelle mehr, an einer anderen Stelle weniger. Locker hat einfach eine Schnur gespannt, Wasserwaage drauf und dann angestrichen, abgeschnitten, und jetzt siehst du das fertige Ergebnis. Ist halt ziemlich geil. So, und jetzt geht es darum, halt den großen langen, diese Querstreben aufzutrennen. In der Mitte, einfach einen Baum schon mal in der Mitte durchschneiden. Ich bin gespannt, ob das klappt. 6 Meter, 6, Mann. Jeder trägt einen Meter. Mann, bin ich gut in Mathe. Ich liebe euch. Au. Also das wird jetzt das Rehm. Im Fachkreis nennt man das Rehm quasi, das ist die obere Begrenzung, wo wir dann unsere Deckenbalken draufpacken, wo dann diese Bretter draufkommen. Sei mir nicht böse, aber wir trennen jetzt einen 6 Meter Langstammer. Doch, mal schöner. Mal 0. Ist das denn nicht? Bei einer großen Motorsäge, so wie bei denen, musst du erstmal lernen, lauter zu sprechen, und die müssen ganz kurz ranlaufen. Ah, okay. Geisteskrank. Das ist fucking geisteskrank. Und genauso machen wir das jetzt von der anderen Seite. Willst du mal probieren? Ja. So, da kann prinzipiell nicht. Jetzt weißt du, warum Holz Jones Colts so aussieht. Weil irgendwann hat die DNA gesagt, ich werde einfach zu Holz. Blöde Sau. Ist natürlich nicht ganz ungefährlich, aber du kriegst das hin. Soll ich dir den Ansatz mein machen? Mein zweiter Vorname ist nicht ganz ungefährlich. Ja, den Ansatz hätte ich gerne. Und dann in der Mitte nehmen wir uns dann die kleine Säge und trennen da bloß noch den Rest raus, weil du siehst ja, es geht ja relativ fix. Das machen wir jetzt ungefähr noch 14 Mal, dann haben wir alles Holz zusammen. Wir melden uns später wieder. Ich, euer Martin, gib ab ins Studio. Wenn man es nicht glaubt, das ist fies, wa? Das braucht Körner und das braucht vielleicht auch ein bisschen Technik. Es ist nicht so, wie man denkt, so, nee, das passiert von alleine. Du musst schon ein bisschen so. Du musst genau wissen, was du tust. Ich hoffe, ich habe jetzt deine Kette nicht stumm gemacht. Ach, du, wir haben Pfeile mit. Und wir haben auch noch 1 oder 2 Motorsägen mit. Ich
sieht's aus, ne? Meine Pflanze! Pass auf meine Pflanze auf! Ah! Wir haben die Leiter reingestellt. Was ist denn die Tür? Hey, Alex, rausgehen. Alex, rausgehen. Oh. Nee, die hoch. Wir haben ein Stück. Nein, genau, in die Richtung gar nicht. Hä? Und wir stehen jetzt hier. Jetzt kommt ihr mit dem Arsch rum. Ja, ja. No. Was mal los? Du bist. Das ist, der nimmt dir ja das Ding einfach einmal. So war der Plan. Das ist der Plan? Naja, jetzt schnell drei, zu mir. Drei, zurück. Stopp. Jetzt nehmen wir acht. Wie ihr sehen könnt, liegt jetzt quasi der erste. Wie heißt der? Das Rehm. Rehm. Nicht zu verwechseln mit Creme. Ey, Creme habe ich letztens gegessen in der Steiermark. Das ist so geil. Creme. Creme. Wieso isst du Creme? Creme. Meerrettich. In der Steiermark heißt Meerrettich Creme. Und der wird gerieben. Ah. Geil. Grüße gehen raus an Karl. Jetzt kriegt dein Bett die absolute Oberbelastung. Das war es nur dafür nicht gedacht. Dann soll jetzt einfach mal hier hoch. Lieber weg, Feuer mit der Ofen. Halt, bevor du loslegst. Ich habe gehört, du bist genauso Koffein-Junkie. Gönn dir. Das ist komprimiert auf kleine Flasche, viel Koffein. Auf 60 Milliliter, 154 Milliliter. 5 Milligramm. Das heißt, ich wäre jetzt wach. Stößchen. Oh. Und ihr wisst, so krasse Projekte sind nicht möglich ohne einen Sponsor oder einen Supporter. Der eine Supporter ist Locke und der andere ist Runtime. Wenn ihr euch das Zeug auch gönnen wollt und probieren wollt, einfach Link in der Beschreibung. Ihr wisst, alles kann, nichts muss. Mit dem Code SurvivalManagement ihr 10% und das ist meine Projekte. Damit starten wir die Kettensäge. Ab geht's! Wenn man jetzt, sag ich mal, ein mobiles Sägewerk hätte zum Beispiel, könnte man das natürlich auch so steuern, dass das so funktioniert. Haben wir jetzt nicht. Wir müssen aus Scheiße Bonbon machen. Jetzt gehen wir hoch, bereiten die zweite Etage vor. Die Jungs machen jetzt quasi den Fußboden drauf und wir kümmern uns, dass die neue Etage fertig wird. Wir sind gerade dabei, den Fußboden quasi für die zweite Etage zu setzen. René nagelt wieder Weltmeister. Daniel bereitet vor und ich bin der Sägemeister. Ich werde die ganze Zeit immer ausklinken und halt gucken, wo muss halt abgeschnitten werden. Es sind halt Schwartenbretter. Das heißt, die kommen direkt aus dem Berg, unbehandelt, ohne irgendwie abgeschliffen zu sein. Hört euch das an. Puh, wie geisteskrank ist das? You keep blowing me. Ich denke, es ist ja jetzt so gut wie fertig. Das heißt, wir stellen jetzt alle Stempel hin. Drei Stück. Eins, zwei, drei. Und da der drüben. Eins, und die drei. Sind ein bisschen kleiner, dass wir sozusagen ein Gefälle noch da drüben hinkriegen. Fette, fette. Sporn, 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 sporn. Ja. So tun wir. Beide Fetten liegen drauf. Nee, da müssen alle Sparen drauf, Sonja. Ja, also wenn alle Sparen drauf liegen, dafür haben wir noch einen Moment Zeit, dann gibt's Richtfest. Das ist jetzt Sparen Nummer 1. Und wir brauchen einen großen. Das geht hier so krank ab, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dieser Mann ist halt einfach ein Baum in normalen sterblicher Form. Der, wenn der nicht mit Holz arbeiten würde, wäre das ein Terminator geworden. Der wäre durch die Zeit gereist und hätte Leute getötet. Sag, mit der Kettensäge. Warte mal, stopp. Ja. Aber ich würde, wenn man sowas ja plant, man plant das ja auf dem Papier. Nee, bei uns hat noch keiner irgendwas auf dem Papier geplant. Man soll Holz von oben nach unten einbauen, sonst schlägt der Blitz. Danke. Ich gebe ab, zurück ins Studio. Richtfest haben wir gefeiert, ihr habt gerade schön Streuselkuchen. Jetzt kommt die Folie rauf. Weil natürlich, Holz hat die Eigenschaft, nicht 100% dicht zu sein, damit wir aber hier nicht wegschwimmen, kommt quasi eine sogenannte Sperrschichtfolie. Deckelschalung! Deckelschalung! Ist das
Hallo. Wir machen jetzt hier schon mal die Konterladung drauf, wo dann später die Schwartenbretter drüber liegen. Es wird durch die Schwartenbretter Wasser drauf. Du kannst auf die Folie tropfen und ablaufen. Ja. Und durch diesen Zwischenraum, das ist hinterlüftet und kann das Wasser. Wie viel brauchen wir denn? Locke muss jetzt wieder los. Das ist quasi, was wir heute erreicht haben. Ohne Markus bzw. Locke wäre das gar nicht möglich gewesen. Es war ein gutes Team, was zusammen harmoniert hat. Ich fass es nicht! Es passt irgendwie wie Arsch auf Eimer und ich freue mich jetzt schon, wenn ich das nächste Mal wieder bei dir bin. Ich freue mich jetzt schon drauf. Aber ich bin auf 10 Spitzen. Guck. Es ist selten, dass du kleiner bist. Ja. Also auch nochmal von mir aus vielen, vielen Dank an das komplette Team. Die haben alle Vollgas gegeben, hat jeder mitgemacht. Und ich entschuldige mich für meine große Schnauze, aber einer muss ja antreiben. Ich mag das, ich mag das. Weil gerade hier bin ich immer froh, wenn einer mal so die Zepter an die Hand nimmt und mal sagt, wo es lang geht. Aber nur so hätten wir es geschafft. Ja, haben wir ja auch. Oder haben wir geschafft. Auch lieben Gruß an deine geile Community da draußen. Guck mal bei Markus vorbei, beziehungsweise bei Locke, aber es ist gerade schwierig, deshalb geht auf Instagram hier unten eingebildet. Ja. Folgt ihm, denn der erfahrt hier, welcher Kanal gerade aktuell ist, ja, was gerade Phase ist. Also Instagram ist quasi gerade die richtige Adresse. Vielen Dank. Währenddessen hier quasi gerade noch schön gegessen wird und sich quasi auf den Abend eingestimmt wird, machen wir hier für heute Schluss. Wir machen morgen weiter und dann werden quasi noch die Schwartenbretter drauf gepackt. Es wird noch ein bisschen verkleidet. Also ich melde mich morgen früh. Küsschen, bis morgen früh. Nächster Tag, guten Morgen, liebe Freunde. Ihr seht, es steht noch, der Wind hat es nicht zernichtet. Ruhe, Bilo! René und Daniel gehen jetzt sofort aufs Dach rauf und werden anfangen, die Dachlatten drauf zu packen und Windrissenband. Dann kommen die Schwartenbretter oben rauf. Dann müssen wir aber noch alles verkleiden. 2 mal 9 Meter. Alles klar, also 18 Meter. 2. 4. Pass auf, wir überlegen tatsächlich, hatten wir das schon kommuniziert im Video, dass wir eventuell eine Terrasse wollen? Mhm. Also auf der Höhe einfach so ein Stück freilassen, wo man einfach abends dann mit seinem Fell sitzt und wie so ein Jal von oben auf seine Feuerstelle schaut? Warum machen wir das eigentlich? Windrissband ist dazu da, um die Windlast, die halt quasi quer das Ding bewegt, zu minimieren. Eine sogenannte Querverstrebung, die machen wir über Kreuz. Sorry, Martin. Auch Klebeband. Im Ernst? Ich bin abgerutscht. Gut, prima. Klebeband. Warte mal, ich fange an. Durch alle Lagen durch hier. Hallo? Wir haben noch ein Band da, machen wir an der Seite oben nochmal, wa? Ja. Bitte. Wenn wir jetzt mal hier Kamera drehen, alter Schalter, ordentliche Dachfläche. Weil wir keine Vorrichtung haben, um das Windrissband an der Seite straff zu ziehen, haben wir einfach Spanngurt genommen, wir schlupfen, machen den an den Baum, quatschen das ein bisschen fest und der René kann es auch noch festklappen. Gut, geht gut. Es ist wieder Zeit für Mittag! Das ist genau das, was wir hier brauchen. Wenn es schnell gehen muss, pa! Auch perfekt für irgendwelche Outdoor-Touren oder Abenteuer. Also, wenn ihr Bock drauf haben solltet, Link in der Beschreibung. Mit einem kurzen Weilmann spart ihr 10% und unterstützt mich und meine Projekte. Sowas wie das hier zum Beispiel. Hier kommt jetzt die Leiter hin, nur ganz kurz zur Erklärung. Die wird hier dann an dem Fest befestigt, damit man die Leiter nach oben klappen kann, damit die oben bleibt. Die Klappe werden wir aus den beiden Stücken machen, die jetzt hier rausgeschnitten werden und haben dann unten quasi eine Falltürklappe, damit wir halt nachts, wenn wir da oben rumkrauchen, nicht einer einfach ins Loch fällt. Mir ist gerade aufregend, ich muss in meine Decke, in die nagelneue Decke, 2. Etage, hineinschneiden. Hallo! Fuck! Ist das große Fluch? Das ist ja eine Feuerwitz! Natürlich noch das Endresultat und zwar hier oben sieht man jetzt diese Leiter. Leiter kurz mit dem Hand drücken, runter.
So, jetzt gehen wir mal rein in die Hütte. Lampe an. Lensflare. Boah. Dann gibst du mir mal die Kamera und dann zeig ich mal einmal. Das ist die fertige zweite Etage. Wahnsinn, wie viel Raum entstanden ist. Ich kann hier gerade stehen, exakt gerade. Wenn man weiter runter geht, muss man sich ein bisschen ducken. Aber insgesamt haben wir halt hier oben nochmal einen riesigen Raum geschaffen. Gute Nacht und wir sehen uns morgen früh und dann machen wir weiter. Die Mücken sind wieder in der Überzahl. Gleich kommt noch Karl und Nils und ich bin gespannt, was Karl sagt, wenn er das sieht. Und? Ich werde mich jetzt darum kümmern, dass quasi das ganze Ding ein bisschen verkoffert wird, dass die Folie hier vorne im Sichtbereich verschwindet. Einfach so, jetzt kommt das Schöne. Das Ding quasi ein bisschen schick machen. Wir müssen unten auch noch alles ausfüttern und zumachen. Tag 3, also wir merken auch, die Einschüsse kommen näher. Einschläge. Man ist halt so ein bisschen, ne? Ich habe auch schon Magnesium-Tabletten genommen. Es ist spürbar. Attacke! Ohne Scheiß, versuch du mal auf links zu schneiden. Mit so einem Apparat, Alter, das ist so ein Otto. Wenn der Regen wirklich von der Seite kommt und gegenprasselt, macht es keinen Sinn, bündig zu schneiden, sondern dass es ein ganz bisschen Überstand ist. Außerdem sieht es rustikaler aus. Oh, Alter! Krass! Hä? Ich verarsche oder was? Da muss ich erstmal ein paar Abnahmen machen, ja? Ob das überhaupt so geht. Das ist viel größer. Ich glaube, da unten so ein bisschen hoch, habe ich gefühlt. Du hast gesagt, du baust eine zweite Etage. Was sagst du zu deinem Ergebnis? Habe ich gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Jetzt seid ihr gefragt. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was möchtet ihr hier oben sehen? Und ganz wichtig, wenn ihr das nicht verpassen wollt, jetzt die Kamera abonnieren, weil sonst kriegt ihr es gar nicht mit. Und Glocke aktivieren. Küsschen aufs Nüsschen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den unteren Bereich, dass alles zukommt. Und im nächsten Video kümmern wir uns ganz entspannt um den Innenausbau. Wir sind bei Feinheitsstufe Nummer 3 angekommen. Die Jungs haben gesagt, wir machen das jetzt so, dass wir jede Fette einschneiden und dann oben so reinpassen. Und bestimmt well. Ja, die Baustelle sich etwas verzögert, weil die Herren der Meinung sind, sie müssen hier Leonardo da Vinci imitieren. Haben wir uns entschieden, Axel und ich, wir werden jetzt quasi schon mal das Monster-Shelter unten wieder verfüttern, damit es quasi zu ist. Weil sonst könnte man ja da einfach oben reinklettern, sich was aussuchen und sich wieder verpissen. Und das will vor Frau Maiden. Axel, bist du bereit? Ja! Oh, Vorsicht, Bretter hinter dir. Au! Und danach musst du den Bauchhalle einwirken. Ja. Wollt ihr mal wie ein Ochse? Ja. Okay. Martin, das wird nicht. Alter, hast du das geil gemacht. Alter. Hey! Woo! Hey. Ach du Scheiße, ist das geisteskrank. Damit ist das jetzt nicht mehr oben und unten, sondern eins. Geistkrank, das hast du geil gemacht. Das hat hast du richtig gut gemacht. Jetzt mal Spaß beiseite. Das ist die Arbeit von den beiden Jungs gewesen und denen hier und den allen. Sieht nice aus. Festschrauben und dann Seiten verfüllen. Dann sind wir durch damit. Einfach nur geil. Wir sind soweit fertig. Noch nicht 100%. Ihr wisst ja, da drinnen passiert noch ein bisschen was. An der anderen Seite passiert noch ein bisschen was. Aber erstmal haben wir eine zweite Etage plus Dachstuhl plus Raum gewonnen. Jetzt kann man auch sehen, es ist nicht mehr nur ein Monster-Shelter mit irgendwas oben drauf, sondern es ist eins verschmolzen. Und da oben sitzen die Dudes, die quasi dazu beigetragen haben. Mal Arm hoch, wer aus der Community ist, wer quasi vorher Zuschauer war. Und da könnt ihr mal sehen, dass das alles vorher Zuschauer waren und wir es geschafft haben als Community. Die sind natürlich stellvertretend für euch da. Ich weiß, dass ihr alle mit dabei sein wollt, aber geht nun mal nicht. Aber es ist ein absolutes Herzensprojekt. Wir haben es geschafft, zweite Etage. Und möchte mich mal ganz herzlich bedanken bei René, Totti, Nils, Rico, Karl, Benny, Daniel und Axel. So, ihr Süßen, der Applaus, der jetzt kommt, der ist von mir für euch. Ihr seid einfach geisteskrank. Vielen lieben Dank. Das hat alles übertroffen, was ich mir überhaupt hätte vorstellen können, was man in 3 Tagen schafft. Grüße gehen nochmal raus an Locke und alle, die quasi nicht mehr hier sind. Noppi war auch noch mit am Start. Chris war auch noch kurze Zeit da. Auch Keks-Conny, die abgewaschen hat. Vielen lieben Dank. Wir machen jetzt noch ein bisschen was off-cam. Ich habe noch eine Hotdog-Party da, 2 Stück. Da gehen wir auch nochmal rein. Aber damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt, sobald wir meine Leute lieb. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wir alle zusammen sagen bei 3, 2, 1. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.